So, hallo und herzlich willkommen zu einem klitzekleinen anderen Infovideo. Das hatten wir bis jetzt nämlich so gar nicht. Und zwar gibt es für die Sims 4 jetzt endlich einen neuen Patch. Und zwar beinhaltet er zum einen dieses neue Karriere-Update, wo 4 neue Karrieren dazu gekommen sind, mit ganz vielen neuen Lebenszeitbelohnungen und so weiter und so fort. Dazu kommen wir aber gleich erst. Denn jetzt gerade eben, wie ihr schon seht, haben wir die zweite Erweiterung auch direkt dazu bekommen. Das, wie es hier unten steht, Feiertagsbündel. Das bekommt man für ganze 0 Euronen im Sims-Shop und beinhaltet jede Menge festliche Deko. Wobei jede Menge weiß ich noch nicht. Ich habe es mir tatsächlich selber noch nicht angeschaut. Gut, wir sollen also im Spiel nach der goldenen Fahne im Baumodus Ausschau halten. Das machen wir dann direkt auch mal. So, wir nehmen jetzt gerade mal einfach irgendeine Stinkeranzfamilie. Am besten eine, die ein bisschen mehr Geld hat, wie zum Beispiel... Ja, okay, ich glaube hier Schneider sieht wirklich sehr wohlhabend aus. Die nehmen wir nicht. Wir nehmen einfach die hier. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe das noch nie angespielt. Wir haben bis jetzt halt nur die Legacy Challenge gemacht. Aber wir gucken uns jetzt erstmal die neuen Items an. Wenn er fertig ist mit Laden, dann ist er fertig mit Laden. Und dann sind wir in der Gartenresidenz angekommen. So, der Bube sieht mir jetzt auf jeden Fall schon mal so aus, als würde ich den auf den ersten Blick direkt nicht leiden können. Gehen wir mal in den Baumodus rein. So, dann gehen wir mal auf die... Boah, wonach sortiere ich denn das jetzt? Deko, genau, da haben wir es. Deko enthält neue Objekte. Das ist neu dazugekommen, da gehen wir einfach mal drauf. Und ich sortiere jetzt einfach mal überall hier so ein bisschen hin. Einfach mal, um es mal kurz zu zeigen. Wir haben hier eine Kinara. Okay. Okay, das ist cool, das ist cool. Darüber gab es nämlich am Anfang so ein bisschen Diskussionen. Bezüglich Sims möchte sich ja multikulturell halten und frei von jeglicher christlicher Kultur. Deswegen gibt es jetzt tatsächlich, wie es aussieht, für jede Religion oder was auch immer separate Symboliken, wie zum Beispiel die Kinara. Ich weiß, kann es gerade gar nicht zuordnen, was das genau ist. Farblich und so weiter geht es nicht. Hier haben wir die Menora, das waren die Juden, glaube ich. Das Judentum mit dem neuenarmigen Kerzenleuchter. Gut, der alte Schneemann hier, der ist klar, wo wir den zuordnen können. Der ist einfach mal aus Amiland entsprungen, weil die haben ja einfach bekanntlich keine Kultur. Und der Weihnachtsbaum, halt ganz normal Christentum-like. Gut, der sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich nice aus. Ich mag den schon mal. So, ich glaube, das war alles an Neuen in dieser Sektion. Können wir das jetzt gerade mal eben schnell wieder irgendwie verkaufen? Ja, können wir. Toll, wir kriegen natürlich jetzt nur die Hälfte wieder. Das heißt, ich verschleudere gerade ein bisschen Geld. Wobei, ich kann es erstmal stehen lassen. So, verschiedene Deko. Wo haben wir denn jetzt den Weihnachtsbaum? Jetzt hat er sich selbstständig einsortiert. Den stellen wir einfach mal da, wo er hingehört. Einfach mal ins Schlafzimmer. Oder auf den Pott. Und Pott ist gut. Da. Genau. Schön vor dem Lokus steht der Weihnachtsbaum und leuchtet fröhlich vor sich hin. Ist übrigens eine Lichtquelle. Und zwar eine nicht zu unterschätzende, wie man gerade sieht. Dann haben wir noch... Ja gut, die sind jetzt aber nur nicht unsers. Die sind für die vorhandenen Packs gewesen, die wir hatten. Ich wollte jetzt aber auf jeden Fall erstmal auf die Dings gehen. Auf die Karrieren. Das heißt, ich schicke Ihnen jetzt am besten irgendwo erstmal einen Rechner oder sowas. Oder wo wir auch irgendwo so eine... Da haben wir einen Rechner. Bube, komm mal hier hin. Ja, du. Du gehst jetzt mal an den Rechner und gehst mal Karriere... Job suchen. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück und finden die neuen Karrieremöglichkeiten direkt. Was denn das für eine Troller? Ja, nehmen wir halt die Troller. Ja, hör auf zu spielen, such dir einen Job, liebe Frau. Entschuldigung, dass wir gerade fast das Wort rausgerutscht, aber so wie die jetzt gerade da lang stolziert ist, ne? Meine lieben Freunde. Was machen die jetzt? Ah, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele das jetzt hier sind. Und welche... Okay, wir können tatsächlich scheinbar nicht nach den speziellen suchen. Gut, ich finde jetzt hier gerade nichts von den neuen Sachen. Das ist jetzt gerade ein bisschen schade. Ich hätte mir das gerne angeguckt. Nein, sollst du bitte nicht. Ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen doof, aber dazugekommen ist auf jeden Fall der professionelle Athlet, also eine Sportlerkarriere, die entweder in Athletenrichtung geht oder in Richtung Bodybuilder. Und der andere Pfad ist quasi in Richtung Wirtschaft. Da kann man entweder zu einem Investor, also quasi im Bankgeschäft,
rüberwechseln oder zum normalen Business Tycoon quasi, ne, die Wirtschaftsmacht von nebenan, wir kommen aus der Mitte und so weiter und so fort. Gut, ich lasse es jetzt einfach mal so da stehen soweit, damit es nicht zu lang wird. Und uns brennt gerade fröhlicherweise die Hütte ab, weil Trevor ein bisschen an dem Grill rumgespielt hat, Barbecue auf natürliche Art und Weise. Wir lassen ihn jetzt einfach mal sterben, denn das interessiert uns alles gar nicht. Ich sage danke fürs Zuschauen, ich hoffe, die Informationen waren ausreichend und angenehm. Bis dann, tschüss.